Immer alles im Blick und jederzeit einsatzbereit, die Kangals-Truppe. Sie haben einen ganz besonderen Auftrag. Die Vierbeiner sind Bodyguards für Schafe und sollen die Herde vor dem Wolf beschützen. Für Schäferin Nicole Benning ist das dringend notwendig. Wo sind meine Hunde? Wo sind meine Hunde? Hallo Jessna. Wir finden regelmäßig an allen Herden Spuren und wir haben auch schon, während wir in der Herde waren, die Wölfe vorbeilaufen sehen. Also das ist, wir sind hier mittlerweile im mittelbaren Einzugsbereich von, ich glaube, 12 oder 13 Rudeln und wir haben 2 Rudel unmittelbar vor der Tür. Der Wolf, das Feindbild vieler Schäfer, denn er hat schon so manches Tier gerissen. Dass das hier nicht passiert, dafür sollen die 21 Kangals der Bennings sorgen. Die Hunde beschützen über 900 Schafe und Ziegen in mehreren Herden rund um Schesel. Egal welches Tier sich der Herde unerlaubt nähert, die Leibwächter nehmen es mit jedem auf, der in ihr Revier kommt. Da hat nicht nur der Wolf schlechte Karten. Wir haben also tatsächlich mal live erlebt, dass ein ausgewachsener Keiler das Netz kaputtgerissen hat und reingegangen ist. Und dann standen da 2 Kangals und am Schluss waren da auch nur noch 2 Kangals. Tag und Nacht sind die Hunde bei der Herde. Schon bei Lammgeburten folgen sie ihrem Beschützerinstinkt und lassen die kleinen Tiere nie aus den Augen. Die Kangals stammen ursprünglich aus Anatolien. Dort wurden sie gezüchtet, um es sogar mit Bären aufzunehmen. Abgerichtete Kangals haben schon Menschen getötet. Es gibt Leute, die machen mit diesen Hunden Hundekämpfe. Und wenn ich einen Hund auf eine gewisse Aggression trainiere und ein großer Hund die dann zeigt, dann ist das verständlich, dass manche Leute einfach auch gewisse Ängste mit diesen Hunden verbinden. Aber tatsächlich ist die Bestimmung des Kangals genau das, was er hier tut. Also er ist ein Herdenschützer und er ist ein sanftmütiger Hund. Solange man ihnen nichts Böses will. Denn eins sind sie für die Bennings, Bodyguards, die für die Schafe fast alles tun. Wir hängen an diesen Hunden, ich würde sagen, fast mehr noch als an unseren Haushunden, weil sie einfach mit einer Bereitschaft diese Aufgabe erfüllen. Es sind ganz besondere Hunde und wir sind sehr froh, dass wir sie haben. Kangals behandeln die Schafe wie ihre Familie. Dadurch haben die selbstbewussten und eigenwilligen Hütehunde so einen großen Schützerinstinkt.